Hast du den Spiegel noch nicht? Doch, ich hab ihn. Ich hab den Spiegel doch. Schau. Schau, wie ich ihn habe. Du hast ihn gefunden. Ich glaube, der Junge hat damit gar nichts zu tun. Ja, das glaube ich allerdings auch, Herr Sheriff. Wie ich es dir gesagt habe. Entschuldigt, Little Creek. Du und dein Pferd, ihr könnt gehen. Los. Verschwindet von hier. Du hast ihn gefunden. Ich bin frei. Hier, nimm Esperanza. Sie gehört zu dir und den anderen Pferden. Der Indianer läuft weg wie so ein... Ihr wisst schon, so einer halt, ne? Roma und Sinti. So, also. Esperanza. Danke, Spirit. Ich wusste, dass du den Spiegel findest. Es ist so schön, wieder in Homeland zu sein. Oh ja, oh Gott. Ich chill gerade noch mit meinen Freunden. Die kennst du auch. Ich bring dir schon was zu trinken hier. Kann ich nicht drüber? So, ja, geht doch. Hallo, Herr Clownmann. Gucken wir mal, wo er jetzt steht. Der steht mit Sicherheit irgendwo. Sichi steht er da drüben, wo er vorher stand. Pass auf, und ich komme nicht vorbei. Aber wir haben geübt. Ah, er ist nicht da. Na gut. Finde ich auch okay. Das schmeckt wunderbar. Gut. Wir brauchen Äpfel. Muss ich tatsächlich einen Apfel kaufen? Aber ich glaube, da waren keine. Doch, da ist eine. Okay, ich sage schon nichts mehr. Ah, hier komme ich nicht rüber. Oh, schade. Okay, also einen Apfel habe ich jetzt noch für den Ochsen. Den bringen wir ihm mal. Ich glaube, eine zweite Aufgabe habe ich gerade gar nicht. Oh, der kann aber auch nicht lange hier mal eine Gangart beibehalten. Jetzt ist der Pferdefänger gar nicht mehr da. Ich meine, mir soll es recht sein. Ich finde es ganz cool, wenn er nicht vorhat, mich hier gleich wieder irgendwo anzuketten. Da. Oh, grandios. Okay, halt, stopp. Oh, Spirit. Oh, Spirit, du machst mich fertig. Das ist echt ein fieser Bursche da, der Pferdefangmann. Harrigan City. Welcome back to Harrigan City. Auf Glass Drive fährt ein der Zug Richtung Harrigan City. Ich finde die Musik hier so geil. Das ist voll nice. Voll so geil Western-Style. Hey, Bulle, Ochse. Ach ja, ich gehe mal näher ran. Das kannst du ja nicht tun. Du weißt, was ich mag. Ach, ich habe keine Äpfel mehr. Was mit dem Bullen jetzt hier? Ah, der Bulle ist wieder da. Hey, Boy. Spirit, ich kann nicht glauben, dass du hier bist. Ah, der Ochs ist aber nicht weg. Ah, es ist gut, wieder zu Hause zu sein. Danke, Spirit. Ah, seit mein Ochse weggerannt ist, muss ich mit diesem Pferd arbeiten. Ich wäre froh, wenn mein Ochs wieder da wäre. Hilfst du mir? Ja. Brumm mit meinen Ochsen. Oh, Bert, komm wieder heim. Ja, das ist dein Ochse. Du hast ihn gefunden, vielen Dank, jetzt brauche ich das Pferd nicht mehr. Komm, Bert, los geht's. Bert, der beste Ochse. Und sie pflügen das Feld. Schön. Und so haben wir Fuego befreit. Wie kann ich dir danken, mein Freund? Sei einfach mein Freund, Freund. Das werde ich. Oh, oh, oh Gott, die sind so cute. Also solche cuten Pony-Dings hier. Mustangs, ihr cuten Cuties. Ja, ist ja gut. Ich komme ja schon. Oh, ich muss Zucker kaufen. Ich habe nämlich sonst nichts. Ja, nee. 200 für ein Fernglas. Ich glaube, ich spinne. So. Ich eile ja schon. Oh, oh. Ja, ich warte noch gerade. Währenddessen mache ich noch diesen Baum hier klein. Hat sich gelohnt. So, schnell durch. Nichts wie durch. Flutsch und weg. So. Gas bitte. Vollgas. Das, ich verstehe unser Vollgas zu was anderes, aber ist okay. Guten Abend. Ich bin Ihr täglicher Zuckerlieferant hier. Oh, ich war so hungrig. Mhm. Ist schon gut. Ist schon gut. Lass du dich da mal ruhig von mir hier bezirzen, du Kleopatra. So. Jetzt holen wir hier nochmal da oben den... Was muss ich jetzt noch machen? Nix eigentlich, oder?
weiß nicht, ob da noch was war in dem anderen. Da können wir noch ein Rennen machen gegen den anderen. Adler? Ach, Spirit. So. Durch geht das. Okay, also alle meine Freunde sind hier. Wir brauchen auf jeden Fall noch mehr von den Dingern hier. Also auf jeden Fall noch mehr davon und noch mehr von den anderen. So. Okay. Das Kaninchen hat gesagt, dass ich ja erst eine weitere Karotte von ihm bekomme, wenn ich weiteren Freunden helfe. Und... Ach, guck mal, hier ist schon gepflügt und alles angebaut und fertig. Sieht gut aus. Genau, das Rennen kann ich noch machen. Und dann muss ich mal den Hasen hier nochmal eben gerade befragen. Oh, was ist denn mit ihm hier? Kann ich mit dir reden? Ach, ist es dir zu heiß? Mein Rat, finde einen schattigen Platz. Danke für den Rat, das ist echt super geil. Oh, ich will den nicht jedes Mal... Oh, nee, jetzt kann ich da nicht mehr durch, oder was? Ach, er aber schon, oder was? Ah ja, aber ich nicht. Ach, Spirit. Oh, der ist so langsam. Oh, das ist so assig. Wohin jetzt hier? Geh mal ein bisschen schneller. Herzhaft. Ich kann dir nicht glauben, dass du mich erwischt hast. Hier ist meine Karotte. Nun kannst du schneller laufen. Ich muss trainieren. Ja, okay. Gut, dass ich schneller laufen kann. Oh, das ist aber schon ein sehr starker Trab. Es geht... Warum geht er denn immer nicht? Was ist los mit ihm? Oh, Spirit. Du machst mich fertig. Weißt du das? Man hört ja echt so geile Musik aus dem... Salon. So, wir machen uns dann mal auf den Weg. Oh, vielleicht kriege ich da von dem Schmied, vielleicht kriege ich da Hufe beschlagen, aber ich glaube, das möchte ich nicht. Ich bin ein naturbelassenes Wildpferd, Mustangpferd. So, willkommen zurück in Homeland. Rain braucht wieder Wasser. Wir bringen es ihr. Jetzt kann ich auch weiter, also ich kann es auch noch woanders hin. Oh ja, ist doch gut, Mann. Lauf! Oh, der macht mich fertig. Der macht mich echt wahnsinnig mit seinem ständigen Angezubbel da. Der Sprit. Ah, hier, links, oben, geradeaus. Ja. Hallo! Ich bringe Wasser. Das schmeckt wunderbar. Mm, ja, ein bisschen noch, ne? Musst du noch ein paar Mal, musst du hier noch rumnölen. So. Ich gehe da mal wieder woanders mein Leben leben. Nein, oh, das schaff mal. Ich war noch nicht mal ansatzweise da drin. Verdammt nochmal. Runter von meinem Rücken, Mann. Haha. Blöder Mensch. So, so einfach geht das, ne? Leute, wenn euch mal jemand einsperren will, einfach vom Rücken werfen. Das ist ganz leicht. Homeland. Komm. Steht der wieder da? Der ist ja noch bewusstlos in meiner Welt. Ja, alles klar. Nicht immer stehen bleiben, Spirit. Juhu, wir haben einen weiteren Platz freigeschaltet. Freigeschalten? Ich weiß nicht. Und was es hier wohl zu sehen gab, geben mag. Wir werden es uns anschauen. Nein, nicht. Ich wollte treten. Ja, schön. Bam. Alles weggeholzt hier. Hm, grandios. Boah, heiße Quellen, ey. Geysire. Okay, da oben. Ah, das war die andere Seite, wo wir vorher waren. Kommen wir da jetzt schnell rüber? Nein. Ah, schade. Sonst hätte ich gedacht, wir haben eine Abkürzung.
um da zu Rain hochzukommen, aber wohl nicht. Was ist denn dein Problem? Ich bin so froh, dass du da bist. Hilfst du mir zurück zu meiner Mutter? Ja. Ich danke dir. Ich wusste, dass du mir helfen würdest. Bitte hilf mir, über diese Kluft zu kommen. Ja, ich weiß jetzt auch nicht wie, Alter. Oh, nervst du? Du hast es geschafft. Nun kann ich zurück nach Hause zu meiner Mutter. Danke. Und da läuft er davon und hält endlich die Schnauze. Der war super nervig. Wo ist denn der hin? Wo ist denn der Mama? Da werden wir mal sehen, was sie für ein Früchtchen als Sohn hat. Voll die große Landschaft hier. Das hat sich kaum gelohnt. So. Oh, da geht's noch weiter. Wo geht's denn hier hin? Das Lakota Village. Das ist das Indianerdorf. Der Lakota-Indianer. Ha, hallo. Na, was ist mit dir los? Little Shoulders. Wieso bist du hier? Little Shoulders schreibt. Ich bin das Pferd von Little Brooke. Sie übt ihre Rauchzeichen. Willst du mit mir nach Homeland kommen? Ich würde sehr gerne mitkommen, aber ich brauche Little Brookes Erlaubnis. Kannst du sie fragen, ob ich mitkommen darf? Ja, ich frage sie. Hallo. Ich habe jetzt keine Zeit zu spielen. Ich übe meine Rauchzeichen. Oh, nein. Jetzt ist es passiert. Mutter wird sehr böse sein. Spirit, kannst du mir Wasser bringen, um das Feuer zu löschen? Ja. Bring mir 3 Ladungen Wasser vom Fluss, bevor die Zeit abläuft. Alter, ja. Habt ihr denn selber nichts? Was mit dem anderen Pferd? Achso, das Wasser ist ja nicht weit. Okay, alles klar. So, hallo, eine Ladung. War das schon richtig? Oh, die erste Ladung. Bring mir die anderen. Bla, 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 bla. So, okay. Die nächste Ladung. Schön. Oh, die Zeit läuft ja dann doch relativ fix. Uiuiui. Hallo, ich habe hier nochmal Wasser. Oh nein, noch eine Ladung. Oh, Spirit, dann lauf halt auch mal. Wir haben noch 27 Sekunden, Alter. Klitsch. So, ich könnte auch noch etwas Wasser in meinem Maul transportieren und es aufs Feuer spucken, wenn das jemand hilft. Danke. Ich danke dir, Spirit. Du hast mein Zelt gerettet. Nein, wir haben es gerettet. Gott, die hat gar nichts gemacht. Bitte, nimm Little Shoulders mit. Das ist mein Mindeste, um mir das ist das Mindeste, um dir meinen Dank zu zeigen. Ich danke dir, Little Brooke. Bis bald, Spirit. Bis bald, Little Shoulders. Okay, das war ja leicht. Du bist ein mutiger Hengst, Spirit. Danke, dass du mich befreit hast. Ja, kein Ding, ey. Ihr seid alle meine Homies, Leute. Ne? Und meine Homos auch ein bisschen. So, ich lasse euch hier mal so ein bisschen durch. Ich lasse euch hier mal ein bisschen durch. Ich wollte sagen, ich spring da mal eben drüber. So, Leute. Hier gibt's krass Schätze zu holen. Wow. Krasse Eskalation. Hoch die Hände, Wochenende. So, okay. So, Eskalation. Bam. Nice, nice, nice. Noch eins. Schön. Cool. Boah, ich bin so froh, dass ich schon den meisten Pferden helfen konnte. Ein paar haben wir da zwar noch, aber ich denke, dass wir schon die meisten hier...